4 Wochen ist es her, dass die deutschen Fußballfrauen zu Gold-Ladies wurden im Maracanã in Rio. Der Olympiasieg, ein ganz großes Ding, weil es der erste Olympiasieg war für den deutschen Fußball überhaupt und weil es der große Abschied war von ihr hier, von Silvia Knight. Nach 11 Jahren sagt sie Tschüss und zwar mit Gold um den Hals. Wir haben keinen Gold um den Hals, aber vielleicht nehmen sie uns ja auch so. Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Und Mia Künzer ist auch da und die kommt ja sowieso immer gülden daher. Schön, dass du da bist, Mia. Hallo. Ja, Spiel 1 nach Silvia Knight, EM-Qualifikation Russland gegen Deutschland. Auch Spiel 1 unter der neuen Bundestrainerin Steffi Jones. Bist du bereit für was Neues? Absolut. Man konnte sich ja lang darauf vorbereiten. Der Wechsel war ja lang bekannt. Und ich freue mich natürlich. Steffi verspricht neues Konzept, neues System, neue Ideen mit ihren beiden Co-Trainern. Und da bin ich einfach gespannt, ob wir das vielleicht heute schon sehen, ist natürlich in der Kürze der Zeit vielleicht ein bisschen früh. Du bist ja nicht nur Fußballexpertin, auch Steffi Jones-Expertin. Ihr habt zusammen in Frankfurt gespielt, in der Nationalmannschaft. Yep. Kann die Fußballtrainerin? Ja gut, als Trainerin habe ich sie ja noch nicht erlebt und wir alle noch nicht so wirklich. Sie macht skeptisch? Ja, nein, aber sie hat sich auf jeden Fall, oder sie war clever genug, sich zwei sehr erfahrene Trainerinnen zur Seite zu holen, auch die im Frauenfußball schon sehr erfahren sind. Und sie, wenn sie ihre Ideen gemeinsam umsetzen, erwarte ich mir schon ein bisschen Frische. Mhm. Für die Spielerin ist es natürlich was Neues, vielleicht auch positiv. Steffi ist ein ganz anderer Charakter, arbeitet natürlich auch in der Kommunikation ganz anders mit den Spielern, mit den Medien. Und da erhofft sich natürlich auch die eine oder andere Spielerin eine neue Chance. Und die Lage ist ja einigermaßen entspannt, ne? In der Quali-Gruppe 5, da sehen wir, dass Deutschland also mit wirklich großem Abstand vorne liegt. Die stehen schon sicher fest, die deutschen Frauen, als Gruppensieger in dieser Qualifikationsgruppe vor Russland, Ungarn, Kroatien, Türkei. Die anderen haben teilweise sogar schon ein paar Spiele mehr. Ist das jetzt eigentlich ein Vorteil, dass da kein sportlicher Druck mehr da ist oder auch ein bisschen blöd, dass die Spannung fehlt? Grundsätzlich ist eine bestandene Quali schon mal ganz gut. Da freut sich der DFB und auch ich mich. Allerdings auch ein bisschen erwartungsgemäß. Natürlich will man hier mit 3 Punkten nach Hause fahren, zeigen, dass man absolut die Gruppe dominiert. Mhm. Und die neuen Spielerinnen oder die neue Zusammenstellung will sicherlich zeigen, dass sie es drauf haben und dass sie die Zukunft sind in dieser Nationalmannschaft. Heute ist die Chance dafür unter der neuen Trainerin, die es sich nicht entgehen ließ mit dem Trainerstab, auch nochmal einen kleinen Stadtbummel, würden wir es nicht nennen, zu machen. Aber sie sind ein bisschen umhergewandert, haben Fans getroffen, die wollten natürlich Fotos haben, ja, wie es heutzutage so ist. Und dann der Kreml, das Zentrum der Macht und das Zentrum der Macht des deutschen Frauenfußballs. Sie wirkt extrem lässig. So ist er halt, ne? Hast du schon gesagt. Ja, nach außen auf jeden Fall. Sie hat ein sehr einnehmendes Wesen. Das hat sie auch gezeigt als OK-Chefin und macht das hier. Und das erwarte ich eigentlich auch nicht anders. Ja. Sicherlich wird es kritischere Situationen geben als das Spiel heute gegen Russland. Und da wird natürlich ihr Verhalten nach außen, aber vor allen Dingen natürlich zu den einzelnen Spielerinnen interessant werden. Gerade wenn es darum geht, erste Elf aufzustellen und die anderen 9 nehmen wir auf der Bank Platz. So weit sind wir noch nicht. Die Elf für heute, die steht und kurz vor dem Spiel saß Steffi Jones und hat mit Patrick Kalatsch gesprochen. Wir wollten wissen, wie sehr kribbelt es denn nun wirklich? Das erste Spiel als Bundestrainerin ist natürlich was ganz Besonderes. Steffi Jones, was überwiegt denn so kurz vorm Anpfiff? Die Nervosität oder doch die Vorfreude? Natürlich die Vorfreude. Ein bisschen Aufregung ist da, ist es klar. So soll es auch sein und dann kann es aber jetzt auch gleich losgehen. Welche neuen Impulse, welche neuen Ideen hoffen Sie denn heute schon auf dem Spielfeld sehen zu können? Naja, wir haben natürlich durch die taktische Aufstellung in einem 4-4-2 in der Raute schon ganz andere Voraussetzungen, dass wir einfach uns erhoffen, dass wir vorne gegen den tiefstehenden Gegner mehr Optionen haben. Wenn die Mädels sich gut bewegen vor dem Ball, wenn sie einfach auch da immer wieder rochieren und den Gegner ins Laufen bringen und es ihm nicht so einfach machen, dann müsste das heute eigentlich für uns auch gut aussehen. Wir wünschen viel Erfolg. Dankeschön. Es wird eine ziemlich andere Mannschaft sein als die wir noch im Maracanã beim Olympiasieg gesehen haben. Ziemlich viele Leute dabei, die wenig Länderspiele haben, auch einige, die noch gar keine Länderspiele haben und eine komplett neue Innenverteidigung nach den Rücktritten von Batusiak und Kran. Wie schließt man diese Lücke?
Ja, aber Bett-Peter ist schon in der Lage. Sie hat einige Länderspiele schon auf dem Buckel. Ich hätte mir in der Vergangenheit gewünscht, da schon vielleicht früher neue Impulse in der Innenverteidigung zu geben. Aber das ist sicherlich ein Bereich, wo man daran arbeiten kann. Steffi hat es gesagt, gegen tiefstehende Mannschaften, da tut man sich schwer. Und da muss die Spieleröffnung passen und natürlich die Spielerin in der Offensive immer in Bewegung sein. Von daher wird man sehen, ob das heute schon so funktioniert. Und eine Sache können wir noch sagen, liebe Zuschauer. Die Spielführerin heute wird Anja Mittag sein. Eine sehr erfahrene, die heute die Kapitänsbinde trägt. Und Bernd Schmelzer vor den Toren Moskaus im Khimki-Stadion. Anja Mittag, Kapitänin. Ist das eine kurzfristige Angelegenheit oder doch eher eine längerfristige? Es ist eingetastet für die nächsten Länderspiele. Da wird sie also auf jeden Fall mal die Anja Mittag auf die Kapitänsrolle hier setzen. Und dann im Oktober, wenn sich die Mannschaft wieder trifft, dann wird also diese Interimslösung, dann wird die neu beschlossen werden. Dann wird sie eine Kapitänin bestimmen, die Bundestrainerin. Und dann wird es auch einen Mannschaftsrat geben. Und dann wird man mal sehen, wie das so alles funktioniert. Jetzt schauen wir erstmal aufs Spiel. Gleich geht's los. Hier im Khimki-Stadion vor den Toren von Moskau. Und da sieht es natürlich momentan unten im Gang schon ein bisschen nervös aus auf der einen oder anderen Seite. Denn das ist, wir haben es ja gehört, viel frisches Blut, wenn man so will, in Reihen der deutschen Nationalmannschaft. Die Olympiasiegerinnen, würde ich normalerweise sagen, kommen auf den Platz. Heute muss ich sagen, das, was von ihnen übrig geblieben ist, denn viele sind es nicht. Deutsche Mannschaft also in Rot, Sie sehen sie. Und die Russinnen, die zuletzt auch stark aufgetrumpft haben, auf der linken Seite in Blau. Vorletztes Qualifikationsspiel. Erster Auftritt der neuen Bundestrainerin mit ihren neuen Co-Trainern.
So, dann haben wir die Trainerinnen der Rossinnen gehabt. Aber wir schauen, liebe Zuschauer, zunächst einmal auf die neu formierte deutsche Nationalmannschaft, die ja hier mit einer Debütantin sogar gespickt ist, ausgestattet ist, wenn man so will. Da hat sich die Bundestrainerin einiges einfallen lassen. Da steht im Tor Lisa Weiß. Wer hätte das gedacht? Das war so abgesprochen, hat man dann gehört, mit Almut Schuld. Und dann gibt es eine Viererkette davor mit Kerschowski, mit Peter, mit Henning und mit Meier, die so auch noch nicht zusammengespielt haben. Dann ein Vierer-Mittelfeld als Raute gedacht, Gößling als einzige zentrale Defensivspielerin, dann Feist und Hendrich auf den Außenpositionen und dann die Debütantin mit Dallmann auf der 10. Hinter den beiden Spitzen, nämlich Anja Mittag und Svenja Huth. Also ein 4-4-2 mit Raute. Ich kann mich nicht erinnern, dass eine deutsche Frauenfußballnationalmannschaft jemals in diesem System gespielt hat. Ganz neu das, was sich Steffi Jones und ihre Assistenten ausgedacht haben. Darf man gespannt sein, wie das funktioniert. Auf der anderen Seite dann die russische Nationalmannschaft in einem 4-1-4-1, wie wir das erfahren haben vor dem Spiel. So ganz sicher kann man sich da nicht sein. Mit Tadoa im Tor, man schreibt sie ein bisschen anders, als man sie spricht. Und Karpova, müssen wir vorne gucken, denn das ist eine ganz junge, starke Stürmerin. Das sind so die Spielerinnen, die man auch in der Vergangenheit immer wieder mal schon gehört hat und die auch zuletzt in der Qualifikation für Furore gesorgt haben. Gemeinsam viel Spaß beim Länderspiel der deutschen Frauennationalmannschaft. Präsentiert von Bitburger. So, wir sind also jetzt da im Chimki-Stadion und die deutsche Mannschaft hatte den Anstoß. Darf gespannt sein, wie sie sich da zusammenfinden. Wie gesagt, ganz neue Mannschaft. Es sind nur zwei dabei aus der Startformation des Olympia-Finals, nämlich Meier und Mittag. Viel Zeit zum Einstudieren hatte man ja auch nicht. Neues System, ein-, zweimal hat man es geprobt im Training. Aber Steffi Jones ist sehr, sehr optimistisch, wie sie diese Aufgabe angeht. Hat gesagt, das schaffen die schon. Wir versuchen ihnen Selbstvertrauen zu geben und dann wird das schon. Henning. Da steht Meier. Ehemalige Spielerin der Russinnen, die jetzt die Cheftrainerin ist, Jelena Fomina, 37 Jahre alt. Die Rekordnationalspielerin, viele sagen, das ist die Sylvia Knight des russischen Frauenfußballs. Seit Oktober vergangenen Jahres ist sie hier auch die Nationaltrainerin. Babette Peter. Irina Feist. Zurück im Nationalteam. Die neue Münchnerin, ja, lange Zeit ausgefallen war, viele, viele gesundheitliche Probleme hatte. Jetzt ist sie wieder zurück und bekommt eine neue Chance. Peter.
So, die Achse Peter Gößling Mittag, hat Steffi Jones heute Mittag beim Vorgespräch gesagt. Die sollen die Jungen coachen auf dem Rasen gegen sehr, sehr tief stehende Russinnen. Das war zu erwarten. Das hinten ist so eine fast schon so eine pendelnde Fünferkette, die wir da sehen in der Anfangsphase. Ja, das ist eine Herkulesaufgabe, da kann man sich jetzt schon drauf einstellen in den nächsten Minuten, dass man hier Geduld braucht. Dallmann, Linda Dallmann aus Essen, über die erste Aktion von ihr mit der 7. Das ist gut, auf Feist. Gelegenheit. Oh, sah mir fast ein bisschen nach Handspiel aus. Schiedsrichterin stand gut. Hart in den Zweikämpfen. Maschina. Zweite ordentliche Aktion von Verena Feist nach vorne. Das ist die Torhüterin der Russinnen, seit vielen, vielen Jahren dabei. Elvira Todua, wie man sie ausspricht, Todua geschrieben. So, da hat sich verschätzt hinten. Und gute Aktion von Weiß. Beste Szene bislang. Das ist Karpova, wie ich Ihnen vorhin schon gesagt habe. Auf die müssen wir aufpassen. 21 Jahre. Aktuell die führende in der Torschützenliste in der russischen Super League. Gut. Dallmann. Gut. Also ist eine hübsche Anfangsphase hier, muss man so sehen. Zwei gute Gelegenheiten auf beiden Seiten. Nochmal Tadoa und dann schauen sie auf Henning, die sich da fürchterlich verschätzt. Und dann ist sie durch Karpova und dann hat sie Angst, als sie Weiß im Tor sieht, weil sie sich vielleicht auch ein bisschen irritiert gefühlt hat. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht hat sie Schuld erwartet und sieht auf einmal Weiß. Und auf der anderen Seite die Aktion von Dallmann. Nicht mit der allerletzten Entschlossenheit vorne zum Tor. Und dann ist er drin. 1-0. Feist die Ecke und Gößling hat das Tor gemacht. Ja, hinten mit dem Pferdeschwanz. Sie zeigt es an. Da muss man nochmal richtig zurechtrücken jetzt. Lena Gößling, schauen Sie, wie sie strahlt. Hat sie einen Grund dazu. Das war ein Tor mit dem ja, Pferdeschwanz, tatsächlich. Da kommt sie. Peter ist auch noch so ein bisschen mit dabei. Ja, dann ist er also vom Pferdeschwanz von Gößling auf den Rücken von Zjubutovic. 1-0. Guter Auftakt für Steffi Jones. Und das Team. Elftes Länderspieltor übrigens für Lena Gößling vom VfL Wolfsburg. Ja,
Kerschowski wieder etwas weiter vorne positioniert. Im Vergleich zum olympischen Turnier, da hat sie auch mal hinten rechts angefangen. Jetzt wieder im offensiven Mittelfeld links. Da steht sie zumindest nominell hinten in der Viererkette. Aber das ist heute eine Position, da wird sie sich selten aufhalten. Henning. Peter Feist ist gut reingekommen, genau wie Gößling, finde ich. Mit viel versucht, auch mal mit dem Ball über die Schnittstelle hinweg. Hendrich und Huth, das sind ja spielstarke Spielerinnen. Dann kommt Meier dazu, kann abschließen mit rechts und mit links. Also das passt schon. Viel Bewegung, viele Positionswechsel. Eine, die das Offensivspiel ankurbeln soll, in Reihen der Russinnen. Auch da ist noch nichts zu sehen bislang. Mittag. Missverständnis. Jetzt haben wir sie. Terechowa, gerade erwähnt. Und das war eine sehr gute Laufleistung von Kathi Hendrich, die da über den halben Platz zurückgelaufen ist und ausgeholfen hat. Maja Kerschowski, ich habe das ja vorhin schon erwähnt, hier Kerschowski stehen sehr, sehr hoch. Das heißt, wenn ein schnelles Umschaltspiel der Russinnen mal möglich ist oder wenn sie versuchen, das mal hier anzusetzen, dann ergäben sich Räume, so wie gerade in dieser Szene. Und da hat Hendrich gut aufgepasst und hat mit hinten ausgeholfen. Meier war wo ganz anders. Dallmann. Abseits. Steffi Jones und links Markus Hübner, das ist der neue Assistenztrainer, er kommt aus Essen ja. Er hat da in der Bundesliga mit der SGS Essen ja großartige Arbeit geleistet. Richtig tolle Mannschaft zusammengestellt. Und dann hat man ihm das Angebot gemacht, dass er hier als Co-Trainer arbeiten kann. Er hat sofort zugesagt. Trotzdem Essen großartig in die neue Saison gestartet. Zwei Spiele, zwei Siege, zweiter Platz momentan. Mannschaft von Daniel Kraus, dem neuen Trainer. Und mit Weiß und Dallmann ja heute zwei Essenerinnen auch in der Startelf. Svenja Huth als zweite Spitze. Trägt nicht schwarz, weil sie denkt, die schwarze Serie gegen Deutschland wird weitergehen. Es hat ja noch keine russische Mannschaft jemals gegen Deutschland gewonnen. Weder Russland noch die ehemalige UdSSR. 18 Spiele und kein Sieg für Russland gegen Deutschland. Auch Fomina hat fünfmal einen Anlauf genommen und fünfmal verloren. Peter.
Anweisungen sind gut zu hören. Alle Zuschauer im Stadion bekommen das mit, was Steffi Jones sagt. Geräuschpegel ist relativ gering hier. Das ist eine sehr schöne Arena, wie ich finde. Erster Einsatz für Steffi Jones als Bundestrainerin. Das ist ihr erstes Spiel in Russland. Sie hat noch nie in Russland zuvor gespielt. Gut. Özling. Ja, aber links geht viel. Das Spiel funktioniert gut. Zweiter Versuch von Ruth, da war es besser als im ersten. Da war sie fast wieder ein bisschen hektisch und dann eine sehr schöne Aktion. Leonie Meyer, 2:0. Also ihr müsst erstmal ein bisschen mehr kombinieren, hat sie gesagt, unmittelbar nachdem das Tor gefallen ist und nicht immer gleich hinter die Kette spielen, Steffi Jones. Und das in dem Moment, als das Tor fällt. Also es war eine wunderbare Vorlage von Feist. Hier auf die Teamkollegin, auf Leonie Meyer, das ist das, was ich vorhin angedeutet hatte. Hier zum zweiten Mal, das passiert, sehr hochstehende Außenverteidigerinnen. Und Meyer kann es mit rechts und mit links, ist nicht unhaltbar für Tadoa. Aber das wird der Leonie Meyer ziemlich egal sein. 2:0, siebtes Länderspieltor für die Münchnerin, für Leonie Meyer. Und Feist mit zwei Vorlagen. Also das ist schon wirklich ein bemerkenswertes Comeback. Hendrich. Ganz viel One-Touch-Fußball. Gefällt mir ausgezeichnet. Russinnen lassen aber auch sehr viel zu, muss man ehrlich sagen. Die Mannschaft wirkt sehr spielfreudig. Schauen Sie, Feist. Das geht über 3-4 Stationen. Das ist wunderbar gespielt. Noch einmal Feist mit Hut und mit Kerschowski. Fast alles über links. Wäre ganz gut, wenn das im Verlauf des Spiels dann nochmal mit der rechten Seite funktioniert. Aber wir wollen ja nicht gleich zu streng sein mit dieser neu formierten Mannschaft. Wollte unbedingt übrigens eine Frau als Nationaltrainerin. Das war die klare Vorgabe. Und dann musste der bisherige, ihr Vorgänger, der Amtsinhaber Sergej Lavrentjev, musste seinen Stuhl räumen. Gößling. Klappt sehr gut. Koffer von Henning. Haben ein paar ganz gute Varianten da. Das ist alles noch nicht hundertprozentig ausformuliert. Dieses Spiel in den Standardsituationen, das gab ja überhaupt gar keine Zeit, das mal zu üben. Sehr ansehnlich. Ich hatte die Russinnen aber auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen aggressiver erwartet. Wer dann ist ein 22. Ist ängstlich. Vielleicht hat man ihnen aber auch nicht gesagt, dass nicht alle Olympiasiegerinnen dabei sind. Da werden ja auch einige geschont in Reihen der deutschen Mannschaft. Patusia, Kran, Behringer sind zurückgetreten. Derbritz nicht dabei. Pop, Leupolz, Benkart. Man hat gesagt, komm, ihr habt mal eine Pause. Verletzte noch Marojan und Laudea. Also die
die ich genannt habe, die gerade nicht dabei sind. Und diejenigen, die hier sind, das ist so der Kader für die Zukunft mit Blick auf die Europameisterschaft, zu der die Russinnen natürlich auch wollen. Das ist die klare Vorgabe. Haben sich übrigens extra für dieses Stadion hier entschieden. Die russischen Frauen haben hier 4-mal gespielt und sind unbesiegt in dieser Arena. So, da haben wir die deutsche Co-Trainerin, Irene Hagedorn, sitzt da oben, das ist ihre Aufgabe. Sie schaut sich das Spiel an, sitzt hier unmittelbar hinter mir und analysiert das. Dann geht sie in der Halbzeitpause in die Kabine, dann muss sie relativ frühzeitig losgehen, damit sie rechtzeitig unten ist, denn es ist ein relativ weiter Weg. Sie wird von einer strahlenden Lena Kösling berichten, denn da sieht man ja bis hier rauf, wie viel Spaß der das macht. Fast das zweite Tor von Lena Kösling und es war wieder Faust. Ist übrigens auf der Position, auf der sie auch in München spielt. Steffi Jones hat jedes Spieler mit jeder ein Einzelgespräch geführt, bevor es losging, hat gesagt, na, wo siehst du dich denn? Wo hast du deine Stärken, wo hast du deine Schwächen, wo könntest du dir vorstellen, dass du spielst? Durfte jede sich dazu äußern. Soll nicht heißen, dass es hier ein Wunschkonzert ist mittlerweile, aber daraus kann man natürlich ganz gute Rückschlüsse ziehen. Wo sieht sich die eine oder andere? Und dann vielleicht eine ordentliche Schnittmenge zu bilden mit dem, was sich die neuen Trainer hier vorstellen. Kösling. Sehr schön zu sehen, diese Raute hier gerade hat sie wunderbar da gestanden. Die vier. Henning. Nochmal hinten rum. Und dann hat sie ja gesagt, Steffi Jones, Sie haben es hören können, nicht gleich den hohen Ball, nicht gleich versuchen, hinter die Ketten zu spielen, sondern vielleicht auch mal erst über außen zu kommen. Kerschowski. Positiv nervös sei sie, hat sie uns heute Mittag erzählt. Erste Ansprache, Mannschaftsansprache heute im Hotel. Klar, je näher dann diese Stunde X dann rückt, umso größer ist die Anspannung. Sie ist die vierte deutsche Bundestrainerin überhaupt. Feist. Idee war gut. Und sie sollen Ideen haben, sie sollen kreativ sein, sie sollen einfach mal was versuchen. Ist nicht schlimm, auch wenn mal der ein oder andere Fehler unterläuft. Deutschland ist ja qualifiziert für die Europameisterschaft. Hier nochmal das Tor, das ist wunderbar herausgespielt gewesen. Und Meier hat das perfekt abgenommen. Wie gesagt, das ist ein Ball, den man halten kann. Trotzdem ist an der Inszenierung dieses Tores überhaupt nichts auszusetzen.
Also Mitte der ersten Halbzeit, liebe Zuschauer, ist eine total einseitige Partie hier zwischen Deutschland und Russland. Deutsche Mannschaft spielfreudig, völlig verdient hier mit 2:0 in Führung. Die Russinnen enttäuschen mich bislang auf der ganzen Linie. Die haben wir ganz anders gesehen in den letzten Qualifikationsspielen. 5-mal hintereinander nicht verloren. Meier, kein Foul, Schiedsrichterin stand unmittelbar daneben. Peter. Endlich mal wieder nach langer Zeit ein Ballkontakt für Lisa Weiß. Die hat ja so lange auf ihren Einsatz warten müssen. Almut Schuld ist die Nummer 1, aber dahinter, sagt Steffi Jones, soll der Konkurrenzkampf ruhig so ein bisschen wieder entfacht werden. Und das ist ein Spiel, da kann man ja wirklich momentan aus Sicht von Lisa Weiß nichts falsch machen. Aber auch eine gefährliche Situation, da wirst du ganz lange nicht beschäftigt. Und dann kommt so eine Aktion, nächste Kopfballgelegenheit. Hendrich, und jetzt ist er drin, 2:0. Flanke war gut, das Haarband ist ein bisschen verrutscht, ist egal, der Ball ist drin. 11. Länderspiel für die Frankfurterin, es ist ihr erstes Länderspieltor. Flanke von Kerschowski, schauen Sie, und dann orientieren sich die beiden Verteidigerinnen der Russen in eine völlig andere Richtung. Ich weiß nicht, wen sie da gesucht haben, aber Hendrich steht völlig frei. Erst hält Tadoa gut und dann ist aber auch niemand mehr da. Ist ein bisschen spektakulär. Ich weiß jetzt gar nicht, warum sie den Ball nicht einfach festgehalten hat. Sie wurde fast angeköpft. Vielleicht auch ein bisschen überrascht gewesen. Typische Reflexreaktion natürlich auf der anderen Seite, aber dann legt sie ihr den Ball wieder mehr oder weniger auf den Fuß. Also es sieht ein bisschen unglücklich aus für die Torhüterin, aber nein. Drei 0. 26 Minuten gespielt. Die Bank der Russinnen, alle dick eingemümmelt, mehr oder weniger. Es ist richtig kalt hier in Moskau, können wir noch mal sagen. In Deutschland ja, tolles Wetter heute noch. Kollegen haben uns ja auch über die sozialen Netzwerke immer wieder verwunderte Kommentare geschickt. Warum habt ihr da eine dicke Jacke, eine Daunenjacke? Aber wenn man nach Moskau fährt, sollte man immer eine Daunenjacke dabei haben, habe ich das Gefühl. Ein paar dicke Socken, vielleicht auch eine lange Buchse noch für unten drunter. Denn es sind vielleicht knappe 10 Grad. Es hat den ganzen Tag teilweise heftig geregnet. Es ist eisig kalt heute. Und es ist ja schon eine Stunde später als in Deutschland. Wird schon langsam Winter hier. Ich habe den ersten Weihnachtsmarkt gesehen in Moskau. Einmal macht es gut hinten, hat nach vorne noch nicht so viele Akzente setzen können, aber hinten richtig ordentlich. Wenn dem Maler was kam. Feist. Peter. Henning. Köstlinger.
Ball läuft gut in der deutschen Mannschaft. Weiß man, die Russinnen lassen sich ein bisschen rauslocken, die kann man ein bisschen rausziehen aus dem Abwehrverbund. Das ist nichts Neues, aber dass das so einfach geht heute. Karpova, die jüngste in der Startelf, die Gelegenheit hatte, als Lisa Weiß einmal aufpassen musste. Sind übrigens Tabellenzweiter in dieser Gruppe 5 in der EM-Qualifikation. Foul an Anja Mittag. Terechowa. Kann man mal eine gelbe Karte in Betracht ziehen? So sah es hier im ersten Moment aus. Ja, ja, natürlich. Also das nicht in Betracht ziehen, die wäre hier zwingend erforderlich gewesen. Aber Unparteiische aus Rumänien ist da sehr großzügig. Sind so die ersten frustigen Aspekte auch mit dem Spiel, der nicht frostig, frustig bei den Russinnen zu sehen. Ja, vielleicht beides zusammen. Das ist sehr einfach. Technische Mängel von Kaschowski, kann mal passieren. Oh, da war dann mal überrascht, dass an der Mittag mit der Körpertäuschung da den Ball einfach durchgelassen hat. Das ist natürlich noch mal ein anderes Niveau, das Internationale, an das sie sich gewöhnen müssen. Gerade so eine wie Linda Dallmann mit ihren 22 Jahren. Aber die hat es, wie ich finde, sehr, sehr verdient, dass sie sich mal zeigen kann. Auch in so einer Qualifikation. Hat doch jetzt schon einige Jahre in Essen durchgespielt. Sich da auch körperlich weiterentwickelt. Und warum denn nicht? Kann man doch mal probieren. Kaschowski. Gute Fußballerin, Lisa Weiß. Hat ein Länderspiel gemacht, das war 2010 gegen Nordkorea, die deutsche Torfrau. Und nach 6 Jahren ist sie wieder dabei. Gut.
nochmal. Gößling. Henning. Müssen das Tempo aus dem Spiel herausnehmen jetzt. Meier, Hendrich, Mittag. Feiste den ersten Gegenangriff unterbunden hat. Morosova. Karenko. Bleib mal hin. Ein paar Alternativen gibt es da noch auf der Bank. Dajan Karenko. Große Emotionen sind nicht ihr Ding. Peter. Mittag. Hat lange gewartet, die Torfrau. Nicht viel Vertrauen in ihre Mitspielerin da, ganz offensichtlich. Wojcicki ein bisschen ausgerutscht. Gößling, viele Ballkontakte. Genau. Kommt doch einfach mal, das Klatschen und dann wieder weg. Sofort! Sofi, einfach Hände rum! Wenn ich angegriffen wird, wird sich Lena Gößling gesagt haben, dann gehe ich halt mal alleine. Dallmann. Was mir auch gut gefällt, ist Sven Yahut. Sehr schöne Aktion und da wäre fast im ersten Länderspiel das Tor gewesen von Linda Dallmann. Also da haben wir Ihnen nicht zu viel versprochen, liebe Zuschauer. Das ist eine, die hat jetzt sicherlich auch die körperlichen Voraussetzungen, um sich im internationalen, im großen internationalen Fußball durchzusetzen. Mittag hat das gut gemacht, hat das wunderbar durchgelassen. Hinten kommt Dallmann. Und dann wäre fast schon das nächste Tor, das vierte für Deutschland gefallen. Markus Hübner ist für die Offensive zuständig gewesen in den vergangenen Trainingseinheiten.
Sabine Hagedorn für die Defensive. Das will man sich ein bisschen aufteilen. Ob das immer so sein muss, ist noch nicht beschlossen. Das ist eine der Neuerungen gewesen für die Spielerinnen unter Steffi Jobs. Sehr viel Austausch da unten auf der Bank zu sehen zwischen den beiden Hütten. Er ist ja ein sehr erfahrener Bundesliga-Trainer, der ja auch bei den Männern Erfahrung gesammelt hat, im Nachwuchsbereich bei Alemannia Aachen. Eine sehr offensive Philosophie mitbringt. Rutscher gewesen von Lena Gößling. Mehr nicht. Rasen wurde mehrfach gemäht übrigens. Vergangene Tage hier. Gestern doch noch deutlich höher. Dann ist aber über Nacht nochmal einer drüber gefahren. Und heute gut bespielbar. Stadion bietet normalerweise über 18.000 Zuschauern Platz. Und ein paar Nullen hinten wegtun. Dann kommen wir ungefähr auf die heutige Zahl. Zur Butovic dazwischen gewesen, die Kapitänin. Genauso wie der Doha schon lange, lange dabei ist. Zuletzt ein bisschen verletzt gewesen, hat ein paar Spieler auslassen müssen. Also eine Partie gegen Deutschland, da will man natürlich unbedingt mitspielen. Hatten sich so viel vorgenommen. Immer wieder vom ersten Sieg gegen Deutschland die Rede. Da sind sie meilenweit davon entfernt. Gut mit Feist. Henning. Körper war wieder da, oh, Weiß, ein bisschen weit den Ball vorgelegt. Kleines technisches Problem, sind wir gar nicht gewöhnt von ihr. Ja, das sind solche Aktionen. Da kommt eine wie die Subotovic dazwischen. Einmal wäre da vorbei gewesen. Aber wenn sie es nicht schafft, sie so mit dem Körper wegzudrängen, dann kommt natürlich auch nochmal die Hand dazu. 80 Länderspiele schon auf dem Buckel. Dahlmann heute das erste. Kerschowski. Feist. Mittag. Gößling. Ja, hat die Anfangsnervosität so ein bisschen abgelegt, habe ich das Gefühl. Linda Dahlmann ist jetzt auch dabei. Aber das ist klar, das ist das erste Auftreten auf der großen Bühne. Und da muss man dann auch mal ein paar Abstriche machen für die Anfangsphase. Wieder von Meier.
Liskarpova. Wir haben uns mal gestern nach dem Training der Russen mit ein paar Verantwortlichen unterhalten und dann hat man über Karpova gesagt, also das ist eine, die ist auf dem Platz sicher noch nicht ganz ausgereift, aber außerhalb des Platzes hat sie schon, das sind schon ballotellische Züge. Da kannst du mal richtig über die Stränge schlagen, auch in den sozialen Netzwerken sehr aktiv. Ganz jung. Da muss sie sich noch ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Also der allgemeine Tenor. Fast geneigt zu sagen, der Ball kommt wie automatisch erstmal auf die linke Seite, er dann wieder auf die rechte rüber geht. Schön gespielt, Hendrik Hafut. Mittag, ein Bein dazwischen, Feist wäre auch dabei gewesen, Dallmann. Ja, und da wird ein bisschen viel kombiniert. Idee war gut von Leonie Meyer. Die aus Pratien stammt. Und dann ist Halbzeit. 3:0 für die deutsche Mannschaft. Das ist völlig verdient. Gößling, Feist und Hendrich, die Torschützinnen für das deutsche Team, das eine sehr, sehr souveräne Vorstellung hat. Und das zum Einstand von Steffi Jones. Also das Debüt ist geglückt, würde ich mal sagen, nach 45 Minuten. Jessie Wellmer, bitteschön. Gleich geht's gemeinsam weiter mit der zweiten Halbzeit der deutschen Frauennationalmannschaft. Präsentiert von Bitburger. Ja, sie hat gut lachen. Steffi Jones bei der Premiere als Bundestrainerin im EM-Qualifikationsspiel Russland gegen Deutschland. Deutschland führt 3:0 zur Pause. Nia, erwartbar dieser Pausenstand oder doch ein bisschen positiv überrascht? Ist ja eine komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft. Ja, man sieht natürlich schon, dass die deutsche Mannschaft überlegen ist und das habe ich auch so erwartet. Trotzdem kann es einem ja schon mal schwerfallen, gegen so einen Gegner Tore zu machen. Da ist natürlich ein Tor in der, glaube ich, sechsten Minute. Sehr herzlich willkommen und man merkt schon ein bisschen beim Trainerteam die Erleichterung und die Freude und sicherlich auch für die Mannschaft dann leichter in so ein Spiel zu kommen, wenn man schon mal in den ersten 10 Minuten eins netzt. Hm. Wir gucken uns das alles gleich noch in voller Schönheit an. Die 3 Tore. Reden so ein bisschen darüber, was da schon gut gemacht ist, was vielleicht auch neu ist, anders ist. Aber erstmal machen wir auch ein bisschen Pause. Sehen uns gleich wieder und haben noch die Sportschau vor 8 für Sie mit Matthias Oppenhövel. Bis gleich. Mit einer Veränderung in der deutschen Mannschaft weiter. Petermann ist reingekommen und dafür ist Henning rausgegangen. Das werden wir gleich mal beobachten, wie sich das hinten dann auswirken wird. Hendrich wird in die Innenverteidigung gehen. Das ist eine Variante, die man ohnehin schon mal ausprobieren wollte. Zudem hat es jetzt angefangen zu regnen. Der Mann geht nach vorne. Da haben wir Hendrik Jol in der Seite jetzt von Robert Peter. Dallmann. Meier. Die Aktion von Petermann.
deutlich schlechter geworden zu Beginn der zweiten 45 Minuten. So in etwa so wie über weite Teile des Tages in Moskau heute. Das ist übrigens mehrfach gehört, auch über die sozialen Netzwerke, nicht an ihrem Fernseher rumfummeln, alles in Ordnung. Ton ist so, weil so wenig Zuschauer hier sind im Stadion. Also es ist alles in Ordnung an dem Gerät. Akustik ist nicht anders hier in der Chimki Arena. Freiburgerin. Oder? Lena Petermann. Aggressivität hat die Trainerin der Russinnen gefordert, ganz offensichtlich, die jetzt mehr in die Zweikämpfe gehen. Ganz schön zu sehen, der Terechowa gegen Dallmann. Ja, und da muss sie jetzt lernen, sich zu wehren, sich zu behaupten, sich da durchzusetzen. Und Weiß wird auch ein bisschen mit ins Spiel einbezogen. Jetzt regnet es richtig. Höher, würde ich mal sagen, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Das ist gut. Krasnikova ist eigentlich eine sehr, sehr gute Innenverteidigerin, aber von gut sind sie heute alle weit entfernt. Fomina fällt es schwer zu lächeln hier, gute Miene zum schlechten Spiel zu machen ihrer Mannschaft. Karpova immer wieder. Das ist ihre große Hoffnung für die nächsten Jahre. Nadezhda Karpova. Ecke von Terechowa. Das war ein bisschen einfach, ein bisschen durchsichtig. Dallmann. Gut, hart eingestiegen. Ein wenig früher angelaufen jetzt, die deutschen Innenverteidigerinnen, Peter und Hendrich. Das ist Kathi Hendrich. Kommt jetzt auch schon mal eine zweite hinzu. Also das ist nicht nur noch Karpova, das ist auch Terechowa, die dabei ist. Jetzt hinten stehen sie zu fünft auf einer Linie, die Russinnen. Hendrich. Das ist auch eine gute Position. Da will man sie möglicherweise sogar für die Zukunft aufbauen. Beide Innenverteidigerinnen aus der Olympiasiegerinnen-Elf der Mannschaft sind ja nicht mehr dabei. Mit Bartusiak und mit Kran, die beide ihre Karriere beendet haben. Genau wie Melanie Behringer. Und da gehen natürlich gleich mal drei zentrale Figuren in so einer Mannschaft ab. Unter anderem ja die Kapitänin mit Saskia Bartusiak. Peter Hendrich, die eine grundsolide Technik hat,
die gar nicht so schlecht gespielt hat in den ersten 45 Minuten. Da im rechten offensiven Mittelfeld, obwohl deutlich mehr über die linke Seite ging. Aber sie hat das Tor gemacht, sie hat ein paar ganz gute, paar ordentliche Aktionen gehabt, auch nach vorne. Also von daher alles gut. Und ein, zwei Mal nach hinten auch schön mit ausgeholfen, wenn es denn sein musste. Gut. Ein Typ Spielerin, auf den Steffi Jones steht. Da sagt sie, das ist so eine Art, eine Spielweise, die mir sehr, sehr gut gefällt. Wenn sie denn erfolgreich ist, die muss noch so ein paar Nuancen arbeiten. Wieder mal diese Aktion vor dem deutschen Gehäuse ein paar Minuten zuvor. Und ganz gut sichtbar jetzt doch strömenden Regen. 53 Minuten vorbei. Alle ihre Vorgängerinnen und Vorgänger haben übrigens ihr erstes Spiel gewonnen. Das waren die Pflichtspiele dabei. Es ist die erste Bundestrainerin, die neu im Amt ist und die ein Pflichtspiel gleich zum Auftakt hat. Steffi Jones. Kein Problem bislang. 3-0. Deutsche Mannschaft in der Qualifikation, übrigens noch ohne Gegentor. Also es ist eine ganz, ganz souveräne Vorstellung bislang. 6 Spiele, 6 Siege, 30:0 Tore vor Russland, die Zweiter sind in der Gruppe. Jetzt haben wir 33:0 mit den Dreien von heute. Sicher gegangen von Bad Peter und kommen wir noch mal zu den wenigen Gegentoren in eben dieser Qualifikation. Das sind in Europa nur noch Island, Frankreich und Schweden, die noch kein Gegentor in der Qualifikation bislang kassiert haben. Abseits von Dallmann. Lange hat es diesen Versuch nicht mehr gegeben, sie mal richtig einzusetzen. Die immer wieder gezeigt wird, wenn man doch darauf hofft, dass ihr vielleicht eine gute Aktion nach vorne gelingt. Da ist sie wieder. Schon in den USA gespielt. Nicht viele Russinnen, die ja außerhalb ihrer Liga unterwegs sind. Karpova. Juchina haben wir gerade gesehen, weil sie so kopfballstark ist. Perechowa. So, jetzt sind sie erstmals in Tornähe und das war eine gute Chance für gerade eben jene Pantschuchina. Weiß hat aufgepasst. Die Szene nochmal. Deutsche Verteidigung hat da nicht gut ausgesehen, hat da insgesamt nicht gut reagiert. Hier Hendrich in diesem Duell mit Zubotovic. Beginn der zweiten 45 Minuten kann die Bundestrainerin nicht zufriedenstellen. Die Spielfreude ist ein bisschen abhanden gekommen, auch der Spielfluss, die Passgenauigkeit, die Passsicherheit nach vorne.
Also das alles, was in den ersten 45 Minuten sehr, sehr gut funktioniert hat, ist jetzt weg. Hängt natürlich auch sehr viel damit zusammen, dass die Russinnen gemerkt haben, Mensch, zu so einem ordentlichen Fußballspiel gehören ja vom Prinzip ja immer zwei Mannschaften und sich jetzt mehr und mehr an dieser ganzen Angelegenheit hier beteiligen. Peter. Die hat jetzt mehr zu tun, die Babette Peter. Karpova beschäftigt sie. Klassische Goalgetterin, das sind die Alternativen in der deutschen Mannschaft mit Anna Blesse, die da draußen sich schon warm macht. Zwei Wechselmöglichkeiten haben sie ja noch. Abseits. Assistentin hat lange gewartet, erstmal geschaut, kommt sie überhaupt in den Ball heran, kommt sie im Ballbesitz. Muss sie so klären, Babette Peter, keine andere Anspielmöglichkeit für sie bei dieser Aktion. Terechowa. Die Russinnen sind viel, viel besser jetzt in dieser zweiten Hälfte. Das ist so in etwa das Niveau, was wir von Anfang an erwartet hatten. Die sind jetzt richtig energisch auch in ihren Zweikämpfen. Die sind jetzt selbstbewusster. Die versuchen jetzt hier auch mal eigeninitiativ zu sein Richtung deutsches Tor. Da ist viel mehr Zug drin jetzt als in den ersten 45 Minuten. Steht auch ganz anders. Gut. Jetzt wäre Dallmann ja fast frei gewesen, wollte ich sagen. Der deutschen Mannschaft momentan nicht mehr viel ein und da ist schon ein Wechsel, der vorbereitet wird. Und Christine Demann, die kommen soll. In der Mittag zudem jetzt in der Nähe der Seitenlinie gewesen, hat die Kapitänsbinde weggeworfen. Also sie vorher schon mehrere Minuten in der Hand gehalten, vielleicht kaputt gegangen. Dimitrienko. Und da ist sie, die neue im deutschen Team, Christine Demann von der TSG Hoffenheim. Drittes Länderspiel steht kurz bevor.
Ist dann mit viel mehr Platz auch im Mittelfeld. Da bekommt das deutsche Team momentan gar keinen Zugriff. Dadurch auch nur wenig Aktionen nach vorne. Aktion gegen Petermann von Trifunovic. Jetzt kommt der Wechsel. Das ist eben diese internationale Härte, von der wir vorhin schon mal gesprochen haben. Gößling, Lena Gößling wird ausgewechselt. Sie wird gehen, werden wir nicht mehr sehen. Sie wird die Reise nach Ungarn, wie wir gehört haben, nicht mitmachen. Wird ein bisschen geschont. Demann, wie gesagt, kommt jetzt zu ihrem dritten Länderspiel. Gilt ja auch ein bisschen, ein wenig zumindest Rücksicht zu nehmen auf die Vereine. Die Spielerinnen haben teilweise ja kaum eine Pause gehabt nach den Olympischen Spielen. Die Bundesliga hat ja auch schon wieder begonnen. Dann geht es ja bald auch mit dem internationalen Fußball wieder los. Also die sind ja permanent im Einsatz. Und dann hat Steffi Jones gesagt, also die müssen ja hier nun wirklich nicht jedes Spiel machen. Da kann ja auch mal eine andere sich zeigen von Anfang an. Und deswegen wird Gößlin sicher nicht mit nach Ungarn. Ich glaube auch Leonie Meyer, die sehr, sehr viel gespielt hat, die hätte auch eigentlich gar nicht hier dabei sein sollen zunächst mal. Dann gab es mehrere Absagen ja auch für diese Partie. Da hat man bei Meyer, respektive beim Verein, angerufen. Tom Wörler hat gesagt, pass mal auf, also irgendeine muss hinten verteidigen. Und da wäre es ganz nett, wenn wir die Leonie Meyer noch mitnehmen könnten. Und dann ist sie dabei. Auf einmal wieder. Aber wie gesagt, auch nur heute nach Ungarn fährt sie nicht. Aktion jetzt für Svenja Hut. Schauen Sie, der hat sie viel Platz. Winkel war ein bisschen spitz gewesen. Petermann kommt hinterher. Endlich mal eine Torszene für die deutsche Mannschaft hier in diesen zweiten 45 Minuten. Todoa lange nicht geprüft gewesen. Eine der verrücktesten Torhüterin, die es überhaupt gibt im internationalen Frauenfußball. Extrem extrovertiert. Heute hat sie mir ein, zwei Mal ein bisschen ja, nicht ganz so sicher gewirkt. Und auch Fomina wird wechseln. Sochneva steht da bereit. Dann schauen Sie, die Körpersprache, die Zweikampfhärte nach der Pause bei den Russinnen ist eine andere als in den ersten 45 Minuten. Passt hinten ganz gut auf jetzt. Und ist kaum durchgekommen bislang. Die man auf der Position von Gößling im Mittelfeld. Und jetzt kommt ein bisschen was Frisches für die Offensive. Janne Myrdina kommt rein, die Nummer 20. Dann geht Karpova hinaus. Hatten viele schon gedacht, Mensch, Janne Myrdina, die könnte ja vielleicht sogar von Anfang an dabei sein. Hier ist sie, hat nämlich 7 Tore bereits erzielt in der aktuellen, in der laufenden Saison in der russischen Superliga. Genau wie Karpova, die hätten ja auch zu zweit mal vorne spielen können, das hat man sich doch nicht getraut. Und Sochneva hatte ich ja auch schon gesagt und Morozova ist raus.
aber sie gleich mit der ersten Aktion. Johnny Mürdina. Zweite echte Spitze jetzt also da vorne. Ist so ein angedeutetes 4-4-2, was die Russinnen jetzt versuchen. Mit zwei Spielerinnen da vorne. Immer wieder Terachova. Und da steht Blässe bereit. Die werden schon mal gesagt, die wartet auf ihren Einsatz. Die Auswechslung von Gößling passt noch die Information. Also unserer Meinung nach hat sie das Tor erzielt. Hier im Stadion wird auf der Anzeigetafel, soweit ich das richtig erkenne, immer noch von einem Eigentor gesprochen. Also ich bleibe da dabei. Für mich war das kein Eigentor, wenn ich ehrlich bin. Und kleines Jubiläum wäre es auch gewesen, das 1:0. Das ist das 1250. Länderspiel-Tor der deutschen Nationalmannschaft, das Lena Gößling da erzielt hat. Spielaufbau ist völlig abhanden gekommen im deutschen Team. Sie werden sofort unter Druck gesetzt, hinten die beiden Innenverteidigerinnen oder auch D-Mann, wenn sie versuchen, das Spiel zu eröffnen. Es ist überhaupt nicht mehr möglich. Die Russinnen tief in der Hälfte der deutschen Mannschaft. Also wenn man mal mit Ruhe einen Angriff nach vorne tragen würde, ergeben sich sehr viele Räume. Und dazu muss der Ball natürlich erstmal in Richtung der eigenen Spielerin gebracht werden. Kapitänsbinde übrigens kaputt. Es wird versucht, mit einem Tape irgendwie besser befestigt zu werden. Dabei geht Isabel Kirschowski raus. Erste Halbzeit sehr auffällig gewesen, im zweiten Abschnitt dann auch abgetaucht und Anna Blässe kommt. Ja, vom VfL Wolfsburg. Abseits. Langer Zeit wieder mal ein guter Angriff der deutschen Mannschaft. Hier schauen Sie, das ist wunderbar, der Pass von Mittag auf Daimann. Und dann Feist mit der großen Gelegenheit. Daimann hat es vorbereitet. Durchaus geglückte Länderspielpremiere. Ein gutes Debüt von Linda Daimann.
Petermann mit einer Möglichkeit. Bundesliga läuft's gut. 3 Tore erzielt gegen Duisburg. Gut. Und Dahlmann. So, jetzt ist rechts ein bisschen Platz. Dahlmann. Petermann im Abseits. Der Ansatz okay, aber es ist nicht ist ganz präzise dann zu Ende gespielt. Abseits. In der Mittag immer noch ohne die Kapitänsbinde. Für diejenigen, die später dazu kommen, Steffi Jones hat gesagt, sie ist jetzt mal die Erfahrenste, die hier dabei ist. Deswegen ist sie die Kapitänin. Anja Mittag, aber dann, wie gesagt, bei der Maßnahme und bei den nächsten Länderspielen im Oktober, wenn dann wieder alle dabei sind, auch diejenigen, die jetzt wieder verletzt sind, wenn sie dann schon wieder dabei sein können oder geschont werden, dann wird es eine neue Kapitänin geben. Und ein Mannschaftsrat, der da gebildet wird, da hat Steffi Jones ganz, ganz konkrete Vorstellungen, wie das sein soll, wie das wird. Spielführerin der Nationalmannschaft und damit die Nachfolgerin von Saskia Batusiak. Dimmer. Gut, ist schnell, aber so schnell ist sie nicht. Das Einzige, was man da rausholen konnte, noch aus deutscher Sicht, war dieser Angriff. Vor der deutschen Bank der Ball im Seitenaus. Da fragt sich schon der eine oder andere hier, warum haben die Russen eigentlich nicht so von Anfang an gespielt, muss man ganz ehrlich sagen. Sehr viel mehr Zug drin jetzt. Ganz andere Körpersprache. Natürlich durch die vielen Wechsel im deutschen Team ist da natürlich ein wenig auch was durcheinander gekommen, aber trotzdem Abseits. Das war ein gutes Kombinationsspiel. Und da sieht man, welche Möglichkeiten die Russen hätten, aber sie haben viel zu wenig davon abgerufen. Besitzt Russland nach einem erneuten Fehlpass der deutschen Mannschaft. Wenn Peter und Hendrich unter Druck gesetzt werden, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die Russen in den Ballbesitz kommen. Das ist so das Motto der letzten Minuten. Meier. Auch ein bisschen leichtsinnig. Der Rechowa. Chance von Maschin. Eine gute Technikerin. Also Bekaschowski kann da kaum hinsehen. Schöne Zeitlupen, das war
Auch aus der ersten Halbzeit, als sich Leonie Meyer da über ihr Tor freute. Da hat sich die Mimik mittlerweile ein bisschen geändert in den zweiten 45 Minuten. Da ist es hutfrei. Einmal ausgespielt, die zweite. Dahlmann. Das ist ein Trick, den sie normalerweise sehr gut kann. Und dann ist der Ball drin durch Petermann. Sehr schön gespielt. Endlich. Vorarbeit von Svenja Huth. Ball kommt aus dem Mittelfeld. Sehr präzise hier. Eine, zwei Stationen, die sie macht. Dahlmann mit diesem wunderbaren Trick. Das ist ja ihre Stärke. Ist er eine begnadete Technikerin. Und Petermann macht dann das Tor. Das ist genau das, was Steffi Jones von ihr fordert. Wenn du aufs Tor schießt, dann mach das richtig und nicht so halbherzig, sondern halt einfach drauf. Sie hat ja mittlerweile auch gute körperliche Qualität, die sie da reinwerfen kann. Das eine oder andere Mal ist uns auch im Training aufgefallen, wenn sie hier so ein Ausschießen machen beim Abschlusstraining, fällt sie einfach um, wenn sie aufs Tor schießt. Ganz komisch. Das war hier mit sehr viel Selbstbewusstsein zu Ende gespielt. 4-0. Meyer, und jetzt ist Platz. Sollte sich da um eine ordentliche Mauer bemühen. Sind sie zu viert. Ein wenig. Märchen. Der Mann ist dabei. Und Feist. Zehn Minuten noch in der Chimki Arena. Vor Ort von Moskau. 200.000 Einwohner ungefähr. Zeitweise drei Mannschaften hier gespielt, weil mehrere Stadien in Moskau auch umgebaut wurden. Also hier ist viel, viel Fußball gespielt worden in den vergangenen Monaten. Sonst gehört die Stadt, richtet sich ja her, putzt sich raus für die Fußball-WM 2018. Stadien müssen modernisiert werden. Und da ist Hochbetrieb in solchen Arenen wie hier. FK Chimki, Dynamo Moskau, ZSKA Moskau, also hier ist richtig was los. Dahlmann. Hendrich im Zweikampf mit Rechowa. Hier schauen Sie, voll getroffen. Katrin Hendrich.
des FFC Frankfurt. Das ist die Position, auf der man sie unbedingt mal sehen wollte. Auf der Innenverteidigerposition. Sie hat es, wie gesagt, auch respektabel gelöst. Da ist Bedarf. Henning dürfte sich mal 45 Minuten lang austoben und dann in der zweiten Halbzeit jetzt eben Hendrich. Peter ist für mich gesetzt als Innenverteidigerin. Das ist eine ganz wichtige Säule jetzt. Guckt ja so langsam, aber sicher in die Nähe der 100er. Auch ein 100er Kreis, 98. Länderspiel heute. Weiß hat einmal übergreifen müssen. Mit etwas Verzögerung hier die Zuschauer. Da dachten, Dmitrienko hätte das Tor erzielt, aber es war das Außennetz. Hat man von drüben nicht so ganz gut sehen können. Und die, die es hätten sehen können, sind nicht da. Und da ist die Tribüne leer. Aber von der anderen Seite hat es fast so ausgesehen, als hätte sie ins Tor reingetroffen. Schauen Sie hier. Und dann könnte man von ganz hinten, schräg hinten denken. War vielleicht drin, aber weiß nicht. Heißt Mittag. Das berühmte Klatschen lassen, was wir in der ersten Halbzeit ein paar Mal gehört haben. Das hat jetzt hier gerade nicht funktioniert. Immerhin Ball zurückerobert über Meier und Huth. Nochmal Meier. Da ist nochmal Huth. Feist. Doch ein paar Standprobleme jetzt auf dem Boden hier, das hat er wie gesagt stark geregnet. Ja, das wäre gar nicht nötig gewesen jetzt von Katrin Hendrich, aber da fehlt natürlich auch so etwas die Abstimmung. Die Ruhe unter Druck, dann die richtige Entscheidung zu treffen. Was mache ich mit dem Ball? Oder auch nicht. Dallmann. Gut. Demann hat einen sehr schönen Diagonalpass gespielt, leider ins Abseits. Auf Blässe. Und es gibt noch einmal einen Wechsel bei den Rossinnen. Scholow Jaga kommt, noch eine Offensive. Und Panciuchina geht hinaus. Stürmerin aus Rosjanka. Der bekannteste Club in Russland in der russischen Super League. Dauergast ja auch in der Champions League, also viele Duelle auch schon mit deutschen Mannschaften gehabt. Rosjanka ist ein Begriff im internationalen Frauenfußball. Natürlich auch wieder souveräner Tabellenführer momentan in Russland. Gut, 3 Minuten sind es noch. Steffi Jones will eine Serie weiterführen. Das 41. Qualifikationsspiel. Ja, es ist sogar das 4 und es ist, naja, sagen wir mal, also es ist auf jeden Fall das 41. Qualifikationsspiel in Folge, dass die deutsche Mannschaft gewinnt.
fast den Torschnitt, das wollte ich sagen, fast den Torschnitt der vergangenen 40 Spiele sogar noch einhält. 5,3 Treffer, die Deutschland im Schnitt in den Qualifikationsspielen erzielt. Also ein Wahnsinn. Auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen in Ordnung, wie es da im europäischen Frauenfußball in der Breite momentan noch aussieht. Petermann. Demann. Peter. Und Faist. Petermann. Ruhig hier Niemeyer. Demann. Ja, die hat sich gut eingeführt. Die hat eine sehr große Ruhe am Ball. Gefällt mir. Ja, zentral. Im defensiven Mittelfeld. Also das macht sie wirklich gut. Und dann die neue. Und nochmal Terechova. Dann ist er weg oder fast weg und an die Latte. Makarenko an die Latte. Dimmer. Hüten muss da jetzt doch einiges ertragen von Zubotovic. Drei Minuten länger das Auskühlen hier in Moskau für beide Mannschaften. Mal Demann. Gegen Peter. Ja, da hat sie mit ihrer ganzen Erfahrung und mit ihrer großen Routine das gegen Czernomyrdina gerade noch mal so ausgebügelt. Deutsches Team insgesamt in der ersten Halbzeit viel, viel besser als in den zweiten 45 Minuten. Da ist der Spielfluss doch teilweise arg verloren gegangen. Es ist gewechselt worden, man hat einiges ausprobiert auf verschiedenen Positionen. Also das kann dann natürlich auch bei so einer neuen, doch sehr jungen Mannschaft nicht alles auf Anhieb funktionieren. Das wäre ja ein Wunder, wenn das Steffi Jones gelingen würde, hierher kommen. System einfach mal komplett über den Haufen werfen, viele Spieler nicht dabei und dann kommt Steffi Jones und hat natürlich auch ein bisschen Glück hier, die Szene von vorhin, legt die Hand auf und dann klappt das alles wie von selbst, also das war ja nicht zu erwarten, dafür waren die ersten 45 Minuten meines Erachtens ohnehin schon sehr, sehr bemerkenswert mit den Toren von Gößling, von Meyer und von Hendrich. Und der vierte Treffer dann von Petermann in der 78. Minute. Eine von zwei, vielleicht drei richtig guten Aktionen der deutschen Mannschaft. Nach vorne Richtung Tor der Russen.
Also ungeschlagen bleiben sie auf jeden Fall, die Deutschen, in der Qualifikation. Daran wird sich nichts ändern. Die Mannschaft ist ja bereits sicher dabei bei der Europameisterschaft in den Niederlanden im nächsten Jahr. Die Russinnen waren ganz nah dran hier mit einem Tor. Diesen Lattentreffer von Makarenko haben wir Ihnen ja gerade noch mal gezeigt. Der frühe Treffer hat dem deutschen Team sicherlich in die Karten gespielt in der ersten Halbzeit. In der zweiten müssen sie ein bisschen aufpassen, dass man sich hinten nicht doch noch eins einfängt. Sie hätten es jetzt verdient, die Russinnen, muss man ganz ehrlich sagen. Czernomyrdina hat einige gute Aktionen gehabt und ich hatte das ja vorhin schon erwähnt, ich habe mich wirklich ein bisschen gefragt, warum hat sie nicht den Mut gehabt, die Trainerin Fominasi von Anfang an zu bringen. Vielleicht wäre das Ganze dann anders gelaufen. So ist es ein sehr, sehr souveräner Auftaktsieg in die Ära Jones gewesen hier für die deutsche Nationalmannschaft. 4:0 in Russland. Es bleibt dabei, die Russinnen können einfach, egal wer da Trainerin oder Trainer ist, gegen Deutschland nicht gewinnen. Auch im insgesamt 19. Anlauf hat es nicht geklappt. Alles gut für Steffi Jones. Sie kann hochzufrieden sein mit ihrem Debüt, vor allen Dingen mit den ersten 45 Minuten. Patrick Hallert steht da unten auch schon bereit. Der Kollege ist ganz nah dran an Steffi Jones. Und ich gehe mal davon aus, dass er sie dann auch gleich befragen wird. Bitte schön. Das war das Länderspiel der deutschen Frauennationalmannschaft. Präsentiert von Bitburger. Von den Temperaturen her eher kühl, aber sonst ja einigermaßen heiß. Die Premiere von Steffi Jones als Bundestrainerin der deutschen Fußballfrauen. Deutschland gewinnt 2:0 in der EM, 4:0 in der EM-Qualifikation gegen Russland. Und man muss sagen, die zweite Hälfte weniger glanzvoll als die erste. Was aber eher an wem lag? An den Russinnen, oder? Ja, sehe ich auch so. Ein bisschen fraglich, warum sie nicht so begonnen haben, aber die zweite Halbzeit lässt zumindest erahnen, warum sie Zweitplatzierter sind in dieser Gruppe und auch tatsächlich um die EM-Quali noch kämpfen. Das war, glaube ich, auch ein bisschen überraschend dann für die deutsche Mannschaft, dass Russland auf einmal so mitgespielt hat. Mhm. Und Bernd Schmelzer hat es gesagt, eins wäre vielleicht sogar am Ende verdient gewesen. Ansonsten sehe ich das auch so, souveräner Sieg. Ja, und Steffi Jones muss doch eigentlich ziemlich glücklich sein. Also wir überprüfen das jetzt mal, Patrick Hallatsch, mit ihr im Interview nach dem 4:0. Ja, Steffi Jones ist glücklich und sie wartet hier auch schon einige Sekunden. Die erste Bundestrainerin, die mit einem Pflichtspiel gestartet ist. Glückwunsch zu diesem Einstand. Wie froh und glücklich sind Sie denn, dass er so klar und deutlich ausgefallen ist? Naja, klar und deutlich jetzt im Nachhinein. Aber es war ja so, dass zuerst eine Chance auf der anderen Seite war, das hätte dann auch direkt den Rückstand bedeuten können. Aber letztendlich bin ich froh drum, klar. Wir haben heute einiges getestet, wir haben Erkenntnisse sammeln können und von daher bin ich sehr, sehr zufrieden, dass das Auftaktspiel jetzt gewonnen wurde. Also die erste Hälfte, finde ich, hat sehr viel Spaß gemacht, da war sehr viel Bewegung drin. Ja. Wie viel hat die Mannschaft da schon umgesetzt von den Vorgaben? Naja, zumindest hat sie das öfters mal durchblicken lassen, dass wir einfach wirklich auch vorne uns gut bewegen wollen, kombinieren wollen. Der letzte Pass hat dann nicht immer so gestimmt, aber letztendlich, wie Sie sagen, war die erste Halbzeit gut. Und in der zweiten Halbzeit haben wir so ein bisschen den Faden verloren. Dann habe ich auch umgestellt und habe gedacht, okay, mit einem 4-3-3 kommen wir vielleicht besser zurecht, sind geordneter. Aber irgendwie haben wir uns dann immer wieder selbst durch Hektik, durch Fehlpässe unter Druck bringen lassen. Und deswegen war ich jetzt mit der zweiten Halbzeit nicht ganz so zufrieden. Aber hey, Auftakt siegt und letztendlich analysieren wir das Ganze in Ruhe. Alles gut. Aber jetzt haben Sie das System und die Umstellung gerade angesprochen. 4-4-2, Bernd Schmelz hat es vorhin gesagt, er kann sich gar nicht daran erinnern, dass eine deutsche Frauenfußballnationalmannschaft mit 4-4-2 und Raute gespielt hat. Wieso haben Sie sich dafür entschieden und ist es das System der Zukunft hier? Ja, also wir hatten ich hatte hier jetzt einfach erwartet, dass Russland sehr, sehr tief steht. Das haben wir in den anderen Spielen sehen können und haben uns dann eben gesagt, dass wir mit der Raute einfach
mehr Überzahl schaffen können, dass wir im Angriffsdrittel einfach auch da besser kombinieren können, was man ja auch gesehen hat in der ersten Halbzeit. Das war gut. Wir haben schnell gespielt, wir haben präzise gespielt und haben sie dadurch ausspielen können. Es war sehr eng, ja, und von daher war das taktisch gut. Und leider haben wir das aber in der zweiten Halbzeit trotz Führung irgendwie aus der Hand gegeben, nicht mehr so sicher kombiniert und deswegen dann auch nochmal die Umstellung. Trotzdem, vielen Dank und Glückwunsch nochmal zum gelungenen Einstand. Danke. Die Bundestrainerin schon ziemlich konkret in der Selbstanalyse. Da bleibt uns ja fast gar nicht mehr zu sagen. Also das war ja schon filmreif von Steffi Jones eben. Oder siehst du es anders? Nee, das stimmt schon sehr viel. In der ersten Halbzeit, sagt sie ja selbst, haben die Mädels versucht zu kombinieren, sehr wenig Ballkontakte eben und versucht in die Schnittstellen zu kommen. Der Viererkette der Russin aus dem Halbfeld hat es eben auch funktioniert mit den Flanken vor das Tor, die dann auch zweimal zum Erfolg geführt haben, einmal durch den Standard. Mhm. Also die erste Halbzeit, da kann sie sicherlich drauf aufbauen. Gucken wir doch einfach gleich mal aufs 4:0, auf den einzigen Treffer in der zweiten Hälfte. Lena Petermann, da erfolgreich. Vorlage von Svenja Huth, der Frau aus Potsdam. Ja, das zeichnet ja letztendlich vielleicht auch immer die Deutschen aus, dass sie, selbst wenn sie vielleicht mal das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben haben, effektiv sind und dann eben noch einen draufsetzen und die Russinnen kein Tor erzielen. So geht man hier ohne Gegentor im Moment in der Quali weiter. Bernd Schmelzer hat es auch schon häufig gesagt, es haben unheimlich viele Spielerinnen, Stammspielerinnen, wenn es das noch gibt unter Steffi Jones, man weiß ja nicht, wie es weitergeht, gefehlt, Olympiasiegerinnen gefehlt. Wie gut lässt sich das jetzt bewerten? Also auch gerade, wenn es um die neue Spielidee geht, von der ja viele sprechen, wenn ein neuer Bundestrainer, eine neue Bundestrainerin da ist. Es ist schon wichtig für die Trainer zu sehen, auf wen sie bauen können, wenn mal 2, 3 von den Stammkräften wegbrechen durch Verletzungen oder Leistungstief. Von daher finde ich sinnvoll, so Momente eben auszunutzen, um zu sehen, wie spielen sie denn auf allerhöchstem Niveau und in der zweiten Halbzeit auch mal dann hier und da unter Druck. Also von daher sind schon Erkenntnisse da. Sie haben jetzt, sagen wir mal, ein Dreivierteljahr noch bis zur Europameisterschaft und die Erwartungshaltung ist im Frauenfußball in Deutschland eigentlich immer Minimum Halbfinale. Und letztendlich wird daran Steffi, kennen wir. Ja. Steffi wird sicherlich auch am Erfolg gemessen werden. Mhm. Gutes Spiel gemacht hat die Debütantin Linda Dahlmann. Und die gibt jetzt Auskunft bei Patrick Kalatsch. So sieht's aus. Die Linda Dahlmann, die friert schon ein bisschen, ist aber, glaube ich, immer noch voller Adrenalin. Das erste Länderspieldebüt wie die Trainerin auf der Bank. Wie war's? Ja, war natürlich was ganz, ganz Besonderes, auch dass ich heute von Anfang an beginnen durfte. Ja, war natürlich ein schönes Spiel für mich, werde ich erstmal nie vergessen und mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Wie war denn die Zusammenarbeit mit Steffi Jones so die ersten Tage? Sie können den Vergleich zu vorher natürlich nicht ziehen, aber wie war es? Ja, also ich kannte Steffi Jones ja schon ein bisschen, weil sie bei der U20-WM als Präsidentin, glaube ich, mitgefahren ist und kannte sie deshalb schon ein bisschen, aber hier natürlich sehr intensive Zusammenarbeit und bisher nur Positives, was wir als Spielerin mitnehmen konnten von ihr und sie strahlt natürlich etwas auf, was wir nur positiv mitnehmen können und ist bisher alles eine super Trainerin, ja. Okay, vielen Dank für diese Eindrücke, Linda Dahlmann. Linda Dahlmann, sympathische Debütantin. Ne? Ja, das ist vielleicht auch so eine Sache, die wir in den nächsten Jahren begleiten müssen. Welche Typen kristallisieren sich aus der Mannschaft raus? Ne? Der Frauenfußball, wie jeder andere Sportart auch, braucht Tütner. Tüten sind auch immer wichtig. Und da sind einige Kandidatinnen auf jeden Fall dabei, die das Zeug dazu hätten. Am Dienstag dann noch das letzte Quali-Spiel gegen Ungarn. Da gab es im Hinspiel 1:12:0. Nach dem Spiel? Prognose positiv? Definitiv. Ja. Und man, Steffi hat wieder die Gelegenheit auszuprobieren und Spielpraxis oder Nationalmannschaftserfahrung für Neulinge zu schaffen. Ja, und in der Gruppe 5 ist die Sache glasklar, das brauchen wir gar nicht mehr einzublenden. Jetzt noch weiter weggerückt die deutsche Mannschaft von den Konkurrenten. Also sicher qualifiziert in dieser Gruppe 5 für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in den Niederlanden. Worauf freust du dich am meisten? Bei dieser Mannschaft oder bei dieser neuen Trainerin?
Ja, das ist das eigentlich, was ich eben angesprochen habe. Ich würde mir wünschen, dass die Gesichter im Frauenfußball, Steffi ist natürlich ein Aushängeschild, ein ganz großes, sie ist die Trainerin und ich hoffe, da gibt es jetzt die Möglichkeit, neben Jennifer Maruschan, Lena Gößling, noch ein paar Junge irgendwie, ja, denen eine Plattform zu geben. Sie müssen natürlich das mit Leistung bestätigen, aber wir brauchen eben die Gesichter, so wie andere Sportarten auch. Wir sind erfolgreich und brauchen eben auch markante Typen. Typen und auch Tüten. Ich danke Mia Künzer für diesen schönen Vorabend zusammen. Sehr gerne. Und als Begleitung durch dieses Spiel. Und wir sagen damit Tschüss. Das war's von uns. Jetzt folgt die Tagesschau und natürlich Paralympics im Ersten heute Abend noch 23:30 Uhr. Nicht verpassen. Schönen Abend. Tschüss.